Die RWTH Aachen ist in allen Förderlinien der Exzellenzinitiative erfolgreich. Mit dem Zukunftskonzept RWTH 2020, Meeting Global Challenges, verfolgt sie ein übergeordnetes Ziel: die integrierte, interdisziplinäre technische Universität zu schaffen, die den Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist, mit neuen Köpfen und neuen Ideen, die zünden. Es geht um Exzellenz. Wie wollen wir das erreichen? Qualität, neue Ideen, Kooperation und Menschlichkeit. Das sind die vier Stichworte, an denen wir unsere dritte Linie aufgebaut haben. Ein neuer Kopf, der für das Stichwort Qualität steht, bezieht gerade sein Labor. Thomas Taubner ist 34, promovierter Physiker und seit neuestem Juniorprofessor für Nanooptik und Metamaterialien. Ein bisher nicht besetztes Forschungsfeld. Die Hochschule und das Rückkehrerprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen haben den jungen Wissenschaftler überzeugt, von Stanford nach Aachen zu wechseln. Hier in Aachen habe ich die Möglichkeit, meine Grundlagenforschung in einem exzellenten Umfeld zu machen, ein neues Themengebiet aufzugreifen. Aber ich kann nicht nur diese Grundlagenforschung machen, sondern ich kann diese Grundlagen auch anwenden in industrienahen Kooperationen, zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, wo ich auch eine Nachwuchsgruppe besitze. Dem exzellenten Juniorprofessor folgen exzellente Doktoranden und Diplomanden in dessen Nachwuchsgruppen. Mit 8 dieser Juniorprofessuren allein im Bereich der Naturwissenschaften soll das wissenschaftliche Profil der Hochschule geschärft werden. Im Rahmen des Zukunftskonzepts fördert die Hochschule systematisch interdisziplinäre Initialprojekte. Neue Ideen entwickeln und interdisziplinär zusammenarbeiten. Dafür steht Flood Search. Die Anlage simuliert die Schadstoffwirkung von Hochwassern auf das Ökosystem. Hier wird sozusagen die Relevanz der Befunde sichergestellt. Und so können wir dann Aussagen zur Schadwirkung von Schwebstoffen auf die Menschheit und das Ökosystem treffen. Das, was wir hier machen, ist eigentlich einmalig, dass sich Biologen und Ingenieure zusammengesetzt haben und im Rahmen dieser Zusammenarbeit dann eine Idee in einer experimentellen Untersuchung zu einem Forschungsprojekt weiterentwickelt haben. Der Versuchsaufbau simuliert, wie Hochwasser toxisch belastetes Altsediment aufwirbelt und ins Ökosystem zurückführt. Katrina Kofalla, 27, ist Diplom-Ingenieurin und betreut die Anlage. Ich finde das Thema hochaktuell, gerade da die Hochwasserereignisse in letzter Zeit stark zugenommen haben. Deswegen fände ich es ganz interessant und toll, wenn das Projekt in die Phase 2 übergehen würde, sodass ich meine Promotion darüber schreiben kann. Kooperation ist das dritte Schlüsselwort des Zukunftskonzepts. Aachen und das Forschungszentrum Jülich haben JARA gegründet, die Jülich-Aachen Research Alliance. Jülich und Aachen arbeiten in vier Bereichen zusammen. Das ist einmal die Forschung, zum anderen Infrastrukturen, wie zum Beispiel das Peter-Grünberg-Zentrum oder das Ernst-Ruska-Zentrum. Dann aber auch die Ausbildung, die German Research School for Simulation Science und schließlich Services. Unser Nobelpreisträger Peter Grünberg ist ein wunderbares Beispiel, wie wir gerade Grundlagenforschung und Anwendung in der Informationstechnologie zusammen verbinden können. Rainer Waser ist Professor in Aachen und Institutsleiter in Jülich. Er forscht für eines der Kooperationsprojekte JARA FIT, Fundamentals of Future Information Technology. Wir nutzen auf der Nanoskala den schnellen Ionentransport in ausgewählten Oxiden, um zu einer völlig neuen Generation von Computerchips zu kommen, die viel energieeffizienter ist als die herkömmliche Technologie. In seinem Jülicher Institut für Festkörperforschung werden diese Oxide, aus denen vielleicht die Computerchips der Zukunft bestehen, in Schichten mit atomarer Präzision bearbeitet. Das Verfahren heißt Laserablation. Das ist der erste Schritt. Der nächste, die Erzeugung von hochpräzisen Strukturen im Nanometerbereich auf diesen Oxiden, wird in Aachen erforscht, am Institut für Lasertechnik. Die Forscher entwickeln hier ein Interferenzlithografieverfahren, das solche Strukturen schnell, dicht und effizient herstellen kann. Dazu benötigen sie maßgeschneidertes Licht mit Wellenlängen weniger Nanometer. Das Ernst-Ruska-Zentrum in Jülich, eine gemeinsame Einrichtung der RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich, betreibt höchstauflösende Elektronenmikroskope, die den JARA-FIT-Wissenschaftlern für ihre Forschung zur Verfügung stehen. Diese Mikroskopie kann die atomare Struktur der neuartigen Speichermaterialien vollständig abbilden und analysieren. JARA FIT ist nur ein Beispiel dafür, wie eine Strategie der Kooperation gemeinsame Spitzenforschung ermöglicht. Weitere Sektionen wurden in den Forschungsfeldern Neurowissenschaften, Simulationswissenschaften und Energie eingerichtet. JARA ist vor allem gemeinsame Strategie. Das betrifft Berufungen, das betrifft gemeinsame Infrastruktur, das betrifft gemeinsame Lehre, Forschungsprojekte und Kommunikationsplattformen. Damit versuchen wir, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Ideen von morgen reifen können und natürlich auch dann realisiert werden können.
Das letzte Schlüsselwort ist Menschlichkeit, Mobilizing People. Dafür steht unter anderem Europe, das Undergraduate Research Opportunity Program. Ich bin 21 und es ist wirklich eine großartige Gelegenheit, im Ausland in einer Gruppe von guten Wissenschaftlern und Ingenieuren mitzuarbeiten und zu forschen. Ich habe schon in den USA wissenschaftlich gearbeitet, aber es ist wirklich eine einzigartige Möglichkeit, das im Ausland zu tun. Theresa Fischer genießt eine Rundumbetreuung. Sie hat einen Supervisor an ihrer Seite. Der Diplom-Ingenieur Mario Isermann promoviert über Prozessoptimierung mithilfe kognitiver Technologien. Und die amerikanische Maschinenbaustudentin soll für das Projekt einen Demonstrator bauen. Die Leistungsfähigkeit der RWTH Aachen beruht darauf, dass es uns gelingt, internationale Netzwerke aufzubauen. Das beginnt aber bereits bei den Studenten. Und Europe bietet eine ganz neue Möglichkeit, Studenten hier hinzubringen und damit ein Netzwerk von Hotspots, von wissenschaftlichen Hotspots aufzubauen, das sich über die Welt erstreckt und die Sichtbarkeit der RWTH Aachen erhöht. Darüber hinaus bedeutet Mobilizing People eine technische Hochschule, in der Gleichberechtigung und kulturelle Vielfalt gefördert werden, auf allen Ebenen, gemanagt von einer eigenen Stabsstelle. Menschen sind unsere wichtigste Ressource und deshalb ist die Investition in Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe und ihres kulturellen Hintergrunds, das beste Investment, das wir machen können. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, wird die RWTH Aachen im Jahr 2020 eine große Vielfalt unterschiedlichster Menschen haben, wodurch die Qualität unserer Forschung und Lehre verbessert wird.